Servus Leute und hallo, ich hole euch mal direkt hier schon dazu. Im Match RTG bin ich drin. Aha. Im Endeffekt bin ich noch nicht so weit, dass es sich lohnt, hier überhaupt die Karten unten anzugucken. Es ist Samstagmittag und ich bin leider, leider wieder nicht so weit. Ihr wollt gar nicht wissen, wie lange ich gestern arbeiten war und darum gestern kein einziges Spiel gemacht am Freitag. Das heißt, wir müssen da jetzt noch ein bisschen ran. Coins hatte ich ja noch, das heißt, ich habe mir die 600, also die 75 Teile gegönnt. Und jetzt klicken wir uns da mal schnell durch. Gleich gucken wir nochmal das Deck an, da hat sich was getan. Wobei jetzt nichts Außergewöhnliches. War eine anstrengende Woche, darum wieder leider wenig viel Spiel, heißt leider wenig Karten. Aber, so, wir gucken uns gleich trotzdem mal das Deck an. Bonus-Pick haben wir erhalten. Oh, und da turnt er schon rum, meine Karte, die sich meine Deckstufe verändert hat. Das heißt, ich picke jetzt auch in der RTG auf besonders selten durch auf WrestleMania. Und das heißt, wir können hier gemütlich hoffen, dass wir da irgendwas ziehen. Was ja wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber gut, Werbung wollen wir nicht schauen. Also, 2 Minuten haben wir noch Zeit. Bis dahin muss unser Kampf machen. Ich habe AJ Styles geprobt und trainiert. Noch nicht ganz, sehe ich gerade. Er muss jetzt einfach nur noch Play leveln und das wird noch einen Moment in Anspruch nehmen. Das Beste ist, es wird Fusionen geben. Ab dem 22. Ich mache mal einen Kalender auf. Ab Sonntag ist das schon. Schau dir es an. Ich dachte erst ab Montag. Ich bin nämlich die kommende Woche im Holidays, ne? Und darum, ja, können wir natürlich gucken, ob wir da... schade, dass ich halt den ganzen Start nicht mitnehmen kann. Aber gut, es macht nichts. Die ersten zwei gewöhnlichen... Ich meine, die Karten sehen ja echt abgefahren gut aus. Darum gucken wir mal. Vielleicht ist mal wieder ein Stream angebracht. Sonntag oder Montag. Aber wie gesagt, ab Dienstag bin ich dann erste Mal fort. Aber auch nur für eine Woche. Ich gucke aber, dass ordentlich Videomaterial da ist, dass da jeden Tag was zu gucken ist. Und ja, Kofi Kingston geht weiter. Wir spielen gegen den Kevin. Ach du Scheiße, ein Kevin. Ups. So. Wir spielen jetzt unsere RTG-Dinger runter, aber wie gesagt, da gebe ich mal ein bisschen Gas, weil hier ist mein AJ Styles. Weil, wie gesagt, noch ist es schnell durchklicken. Ich weiß, einige von euch sind wieder fertig. Die können mir gern natürlich dann mal ihre Bilder von dem Event AJ Styles schicken. Da, also gerade wenn der voll trainiert ist, bin ich echt gespannt. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was ich mir noch holen kann. Ist natürlich auch halbwegs geiles Wetter draußen. Jo, muss man mal gucken. Und es ist dumm. Also wenn ihr irgendwann mal selbst Videos machen wollt, solltet ihr nie vorm Video, keine Ahnung, ich habe jetzt hier ein Maß, keine Schleichwerbung, aber nie irgendwas nehmen, anbeißen und dann hinlegen. Und dann müsst ihr das nämlich, wenn ihr ein Viertelstunden-Video macht oder so, eine Viertelstunde angucken, weil ihr denkt, oh, ich kann es ja nicht im Video essen, aber das ist mir jetzt egal, jetzt habe ich es angebissen, jetzt muss ich es essen. Ja, ich sollte jetzt nicht die Karten 10 mal anklicken, dass sie dann auch nicht mehr angeklickt sind. Ich überlege gerade, wir können ja mal durchrechnen, wie viel Zeit, also mit dem WM-Deck, letztes Mal bin ich ja auch noch gemütlich da mit dem AJ Styles durchgekommen. Das heißt, die einfache WM-Karte sollte auch trotz wenig Spiel die letzten 2 Tage noch drinne sein. Das war, wenn ich mich recht entsinne, Rusev. Können wir gleich nochmal gucken. Survivor war Natalia, wenn ich mich recht entsinne, die ich nicht habe. Also es wird dann für mich auch keine zweite Diva Pro. Mhm.
Da würde ich aber gerne eine ziehen, die ich dann mal proben kann. So, wir gehen einmal durch. Weiter. Okay, Natalia habe ich nicht. Rusev habe ich nicht. AJ Styles sieht geil aus, habe ich nicht. Bin echt auf die Werte dann von der Pro-Karte gespannt. Wenn wir uns mal einfach nur die Werte hier zu dem anderen angucken, zu der anderen WM. Ja, eigentlich wird er Werte haben. Ja, dass er auch wieder auf 7000 procken kann. Ich bin auf die Fusion sowas von gespannt, wie die dann, wie heftig die dann werden. JB 1, 2, 3, 4, 5. Wie heftig die dann werden, weil die müssen ja eigentlich besser sein wie die Eventkarten, oder? Sie waren immer früher, glaube ich, genauso gut wie die Eventkarten. Oder so ein Ticken besser. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe es ja die letzten Folgen schon gesagt. Ich bin der Meinung, es werden Eventkarten, Fusionskarten kommen, weil sie so die Pros hier rausgehaut haben und Kette, die lässt sich doch keinen Cent entgehen, dass hier nochmal Leute dann Geld in die Fusionen reinstecken. Und das so kurz vorm Ende der Season 2. Möchte ich nur nochmal erwähnen. Also die schwanken, ob sie da was investieren sollen. Die Season 2 geht nicht mehr allzu lang. Oh, guck mal. Eine GameStop-Page. Und darum sage ich, spart eure Mäuse, die Fusionen dauern nur Zeit. Ich bin halt auch mal gespannt, wie sie aufgebaut werden. Vielleicht wie die. Also ich hoffe eigentlich nicht wie die letzte Fusionskammer. Also die von Season 1, sondern mir wäre es fast lieber, wenn die so wie die Loyalitätsfusionskammer wäre, wo man mit Punkte quasi upgraden kann. Aber das werden wir dann alles wohl morgen sehen. Ich denke jetzt mal morgen Abend. Ich gehe davon auch mal aus, dass da wieder ein Stream durch die Großen kommt, weil sie wieder davon. Ja, weil sie da wieder Cat Eddie unterstützen möchten, sagen wir es so. Und nochmal eine GameStop-Card, die sieht richtig gut aus. Ich bräuchte auch mal einen Undertaker, den ich im Deck hätte, dass ich da meine, die ich geschenkt kriegt hatte von JB, reinmachen kann. Oh, komm. Noch drei Picks. Komm, lass uns wenigstens was Gutes ziehen. Ich habe einen epischen und eine legendäre Verbesserung gezogen. Darum, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, da könnte noch was kommen. Gucken wir mal. Page darf anfangen. Und dann gegen der Iron Sheik. Ah, komm, wer? Diva, Nikki. Oh, Anfang RTG ist so lahm. Die Kalisto, also hier den WM Kalisto auf der Event Survivor Pro Kalisto, finde ich, sieht sehr, sehr nice aus. Ich finde es eh auch irgendwie die ganzen WrestleMania-Karten auf den Survivor-Karten sieht schick aus, weil da einfach der blaue Hintergrund nochmal dabei ist. Da hätte ich gern ein paar mehr davon. Pardon, ich spiele nebenbei ja Summoner's War und habe gerade eine Rune 24.000 Mana gezogen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Die behalten wir mal, ne? Oh, noch
nochmal Diva Tag Team. Noch einmal ein Tag Team. Ganze Sequenzen, wenn man die nur noch schneller wegklicken könnte, gerade hier in den unteren Stufen, aber gut, dann wären andere noch schneller durch. Ist, denke ich, nicht Sinn und Zweck. Ich wollte nochmal meckern, komm, Brett, und jetzt kommt Shawn Michaels gegen The Million Dollar Man. Oh, wir dürfen wieder ziehen. Und jetzt, ich habe es im Gefühl, kommt was Gutes dabei raus. Ja, eine Alicia Fox und ein Roman Reigns. Ach komm. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass unser Board Reset hier ein Titelkampf wird. So, es sind noch 8 Karten. Da ist er, der Titelkampf. Gut, schauen wir mal, was uns dann weiter erwartet. 2 Kämpfe haben wir noch. Tyron. Da in dieser Saison ja auch die Karten alle so stylisch waren, jetzt hinten raus die Karten, also jetzt gerade mit den Fusionskarten, die nochmal stylischer aussehen, bin ich schon gespannt, wie sie jetzt in der nächsten Season. Ich meine, jetzt haben wir. Okay, noch, wir waren noch ein bisschen, noch genug Zeit haben, die Karten auszukosten. Aber bis August oder wann die Season dann wirklich aufhört, ist es so weit halt auch nicht mehr hin. Ich meine, Juni haben wir. Nee, stimmt. 20. Mal doch, Juni haben wir. Im Übrigen, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, habe ich dann auch. Nach meinem Urlaub, wo ich wegfahre, noch weiter Urlaub. Das heißt, da ist durchaus Streamen und Vorbereitung und Sachen machen auf jeden Fall drin. Das wollte ich mir schon mal ankündigen, aber jetzt bin ich erstmal dann ein Wochen weg. Kommt, Leute. AJ Styles pumpt sich auf. Haut episch Ryback weg. Diven. Ich habe echt tatsächlich mittlerweile ein Diven-Problem hier mit meinen 2 Legendär-Pros. Die hätte ich da tatsächlich schon gern raus. Heißt, ich würde gern wirklich gerne eine Pro-Diva ziehen, Survivor oder halt noch 1, 2 WrestleMania-Diven. Aber oh, vielleicht haben wir beide Fusionen Glück. Da waren auch immer Diven dabei. Es wurden jetzt ja schon einige Bilder geleakt. Jo, warten auf Netzwerk, das wurde auch mal nicht gefixt. So, 7 Karten dürfen wir picken. Und dann machen wir hier die letzte Runde. Una Panuna Bunka. Schicker Name. Una Panuna. Nur wegen dem Namen spielen wir jetzt ein Rundchen gegen ihn. Und hopp, 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 hopp. Na komm, AJ Styles darf die Runde öffnen. Ich habe kein Tag Team da. Wir sind knapp besser. Noch einmal Tag Team. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir heute nichts ziehen. Ich würde aber gern was ziehen, aber so. Es kribbelt noch nicht so richtig. Sonst hatte ich ja immer ein gutes Näschen, wann ich was gezogen habe. Ah, hallo, beide. Finn Baylor, Kalisto. Irgendwie fühlt sich nicht so an, sonst würde ich jetzt gleich losschreien, wenn wir da was kriegen. Jo.
Es ist so lahm durchzuklicken. Es tut mir leid, Leute. Im nächsten Video bin ich weiter. Da wird es dann schon mal ein bisschen spannender. Da kann man dann nochmal gucken, was man anklickt, dass man die Tag-Team hat oder auch seine Unterstützer am Laufen hat. Aber jetzt. Komm, Bonus-Picks, 7 Picks und wir kriegen jetzt was. Wenigstens was Episches, komm. Bringt zwar nichts. Okay, nicht ganz episch, wobei Mark Henry ist immer episch, aber ich hätte gerne eine epische Karte, ne? Jo, das war's mit Kalisto. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gern könnt ihr mir mal schreiben, was ihr gezogen habt, ob ihr mehr Glück habt wie ich, ob ihr, ja gut, wer mehr spielt, hat mehr Glück und darum, nur ja, ich drücke die Daumen, wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, Leute.